seid herzlich willkommen. Und zwar heute ein kleines Let's Show. Und zwar eine Leiste mit Schaltern. Ist doch faszinierend, oder? So einfach in der Luft einen Haufen Schalter mit Redstone-Transmittern. Ja, wofür sind die Redstone-Transmitter? Man kann sie benutzen. Klar, hier, klick, klack, klick, klack. Naja, ist halt ein Schalter, ne? Ja, aber wozu gehören die ganze Leiste hier und Schalter und dieses ganze Gedönse hier? Und zwar gehört das Ganze zu dem Gas-Schweinegrill. Ja, und zwar, wie funktioniert das Ganze? Wir schalten erstmal das Schwein ein, dass es sich dreht. So. Die Gasflasche ist natürlich geöffnet, der Grill ist ein Selbstzünder und somit schalten wir jetzt erstmal hier Stück für Stück die Heizelemente dazu. Weil wir wollen ja kein rohes Fleisch essen, ne? So. Das Fleisch, das Schwein ist natürlich eines natürlichen Todes gestorben. Echt? Also für die, die es halt wissen wollen, für die anderen ist es egal. So, ja. Und nun kann sich das Schweinchen hier gemütlich vor sich hindrehen, bis es dann irgendwann soweit ist, dass wir es essen können. Wenn wir uns das Ganze hier nochmal von hinten rum anschauen, da hinten ist nicht so ganz viel zu sehen. Ist halt hier auf der Seite die Gasflasche. Da wusste ich nicht so ganz genau, wie ich das realisieren sollte. Ist vielleicht ein bisschen mickrig geworden, gebe ich ja zu. Und ja, das Ganze halt eben in dieser Variante. Ich sag einfach mal an dieser Stelle schon mal Tschüss und ich wünsche euch was und wir sehen uns im nächsten Teil wieder. Ciao, ciao.